Dieses Kunstwerk hier heißt der rotierende Schlamm. Der Künstler erschuf hierbei sein ganz eigenes Kunstwerk und wurde dabei von hunderten Leuten sogar beobachtet. Seine Philosophie dahinter war voller Körpereinsatz, denn egal ob mit Gesicht, Händen oder seinem ganzen Körper hat er versucht, diesen Schlamm zu formen. Ist das für euch noch Kunst oder einfach nur Quatsch? Dieses Kunstwerk wurde übrigens für über 8 Millionen Euro an einen anonymen Käufer verkauft. Und wer von euch keine Lust hat, 8 Millionen Euro auszugeben, ein Abo für mich wäre kostenlos. Ich würde mich riesig freuen.